Herzlich willkommen hier auf der weiteren zu einer weiteren Folge hier auf der Touring-Karte. Wir machen jetzt kein Futter mehr, das ist Grunde fast erreicht, das Maximum. Wir werden jetzt mit dem Fahrzeug rausfahren und entsprechend parken. Und das Tor zumachen, ne? Ja, ich habe überlegt, ich lasse mal erstmal auf normal. Ich meine, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man was erreichen will. Und die Stelle dann ist es vielleicht sinnvoll, man kriegt mehr. Aber dann würde ich mal schauen. Ja, ich weiß ich auch nicht zur Zeit. Und die Folge lassen wir noch so. Was denn dann mache in einer Woche, das muss ich mal sehen. Ich habe ja genug Zeit zu überlegen. In der Woche. So, die anderen Kühe auch noch Wasser, wo wir hier Frost haben, nur leichten Frost, ne? Also Gras haben wir schon runtergefressen, ne? Mal nicht aufpassen, ob man über den Haufen tritt. So, auf zur BGH. Oh, das ist jetzt hier vorne der LKW. Ne? Dann geht's zur BGH. Ja, leider gibt bei Frost die Bohnen also nicht. Ja, wenn wir halt Geduld haben, ne? Warten bis weit ist, ne? Ja, ein bisschen Silage rein noch. Das andere wäre 450. Doppelte. Fast. Ja. Oh, da ist ja unsere alles weg. Er muss gepflügt werden, abgeerntet, ja. Gedüngt 100%. Unkraut 0. Letzte Frucht Brachland, also nicht abgeerntet, ist letztendlich ja, ging ein bei Frost. Ja, ist ja auch nicht logisch, das geht auch nicht. Rutschen wir jetzt hier aus? Nein. Das wäre jetzt auch nicht logisch. Was meint ihr? Was soll ich einstellen? Einfach oder so lassen? Große Umfrage. Ist mal ein Grund zu kommentieren. Und vor allen Dingen ist die Folge letzte Folge und da könnt ihr noch immer noch kann ich schon in der nächsten Aufnahmesession mit einbringen. Also, was meint ihr? Wollt ihr auf einfach lassen? Also hier. So, einfach oder normal? Denn wenn wir es auf einfach machen, steigen die Preise für Verkauf deutlich und bei normal bleibt es halt so wie es ist. Ne? Also was ihr wollt, müsst ihr sagen. Bei einfach ist, bei normal ist es so, also 1100 bei Raps. Ich habe noch ein bisschen Soja, würde 898 bringen zurzeit. Und bei einfach wäre jetzt der Preis für Söger 1400. Das sind auch eigentlich die Preise, die ich mal gewohnt war. Gebe ich ehrlich mal zu, das sind normale Preise. Die kannte ich so. Ob das. Also, das dürft ihr dann gerne mal entscheiden. Ansonsten muss ich alleine entscheiden. Also. Zur nächsten Aufnahmesession. Einer sagt normal und der andere sagt Putt. Wenn es im Putt kommt, na gut, dann muss man halt sagen, okay. Dann entscheide ich dann ja letztendlich. Aber wenn keiner entscheidet, gut, dann muss ich auch allein entscheiden. Ne? Also, wenn es ihr möchtet, dass es so ist, dann machen wir es so. Das ist ja ein super Preis, ne? Für Mist, aber wir haben keinen Mist. Gut, jetzt mache ich normal, wieder normal. Also normal. Schwer wäre natürlich blöd, ne? Aber normal ist normal, ne? Ansonsten machen wir weiter. Also wenn ihr gerne möchtet, kommentieren, was ich da machen soll. Einfach oder normal. Einfach, so kannst du reinschreiben, kurz, normal. Oder wer es anders möchte, einfach. Einfach. Einfach bedeutet einfach höhere Preise für den Verkauf. Egal für
ob nur für Silage, für Gülle, für andere Früchte halt. Kann auch sein, dass es weniger Kost gibt, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Einfach dann kommentieren, reinschreiben. Normal oder einfach. Nicht lange begründen, müsst ihr nicht, könnt ihr begründen, müsst ihr nicht. Und reinschreiben. Einfach reinschreiben. Kein Problem. Entweder einfach oder normal. Und fängt mit der Preise zusammen. Nur noch ganz kurz. Also bei normal habe ich niedrige Preise. Und wenn wir jetzt einfach nehmen für den Schwierigkeitsgrad, dann gibt es praktisch doppelte Preise. Ne, so mal als Beteiligung, ne? Gewinnspiele gibt es erst, wenn ich mit dem Kanal Geld verdiene. Sonst wäre es hier unfair, ne? Aber das ist aber in weiter Ferne. Also da bin ich jetzt ja sehr weit weg. Also da müsste ein kleines Wunder passieren und auf einen Schlag, was ich hier 2.000-3.000 feste Abonnenten, die nötige Klickzahl müsste dann da sein. Also Klickzahl von 300-400 pro Folge, wie lange sie dann angeschaut wird, das ist eine andere Frage, aber dann kann man sagen, ist ein Geld verdienen, also gedanklich her möglich, und dann können wir auch Gewinnspiele machen. Ansonsten geht das so weiter mit Spaß und Elan, halt auch keine Gewinnspiele, ne? Also es geht ja dann, bringt ja dann nichts, ne? Wo soll's denn bitte herkommen, ne? So, Silage wurde 400. Alle? So, Lippe platzt auch schon wieder. Mittlerweile habe ich auch schon Halsschmerzen. Gibt's doch gar nicht. Das ist 8:45. Naja, gut. Im Grunde bin ich froh, dass ich fertig bin. Aber auch wiederum bin ich froh, wenn ich morgen mir dann nach dem Einkauf vielleicht mal kurz aufs Ohr legen kann nach der Arbeit. Ansonsten ne, Video bearbeiten, nur wie bearbeiten, ein bisschen was schauen, ne, selber schauen, hier und da. Jo. Also der Verdienst könnte doppelt so hoch sein, ne? Allgemein, wir werden schneller fertig. Wohl, denk mal, wir werden alle Felder nicht kaufen können. Das hatte ich auch nie vorgehabt, alle Felder zu kaufen, nur halt, es muss was zu sehen sein, dass es weitergeht, ne? Entschuldigung. Oh. Da noch ein bisschen Gülle rein. Ja, Tiere sind versorgt, das ist wichtig. Und morgen haben wir schon den dritten Tag im Winter. Und jetzt müssen wir auch schon sehen, dass sich was verändert hat im Wetter. Weil im Prinzip, er kommt ja durcheinander. Ne? Also jetzt ohne, wenn man da nichts macht, ist alles gut. Und wenn man was macht, dann meldet sich sogar Schnee für morgen. Oh, nicht wenig, du, da können wir ja garantiert noch eine Fräse kaufen. 15. Geht das wieder los mit Regen hier. Aber Sommer erscheint. Hat schon Sommer. Heute. Winter 2. Winter 3. Frühling. Sommer. Ja, Schauer. 2:11. Na gut, die Vorhersage da hinten ist ja eh ungenau, also. Von daher ist das ganz vage, die Vorhersage zu sehen. Ne? Also
dürfen uns nicht vorher verrückt machen lassen. Wenn morgen nämlich Schnee kommt hier, dann haben wir nächste Woche was zu tun, mit Schnee schieben. Oder zumindest mit der Fräse kaufen. Und mal sehen, ob wir uns die Silage wegkriegen. Die andere ist ja eingepackt mit Folie, ne? Und die andere ist nicht so gut. Muss ich da ein bisschen mehr gucken. Ja, man merkt schon, wenn man nachts schnell vorspult, so lange Zeit, da kommt was zusammen an Gülle, ne? Also das wäre eine richtig gute Einnahmequelle auf Dauer, ne? Oh, das Gras ist schon gewachsen. Und mein Gras wächst ja eigentlich immer, nur bei Frost immer nicht, aber ansonsten. Was ist hier los? Revolution? Nicht gearbeitet. Wieder ein Ding leer, ne? Wir dürfen ein bisschen laufen. Aber gut, das ist ja ein Ende zu sehen. Anführungszeichen Ende. Aber ist schon. Das Förderband ist mal nicht schlecht. Den Motor starten von dem richtig putzig hier. Und das passt sogar noch. Ja. Schauen wir mal, den Rest noch rauskriegen. 530.000 Liter. Ist ja schade, dass er auf der einen Seite im Prinzip komplett schief gehen kann, man sagen. Ne? Ob der auch funktioniert auf dem anderen Teil? Ist der Motor durchgelaufen nachts? Dass wir das hier vorne raufbekommen, ne? Also auf den Teil. Falls der mal ausgeht, dann können wir hier weitermachen, ne? So. Motor stoppen. Abschalten, Förderband zuklappen, Tempomat. Ja, nicht Tempomat, ne? Und speichern auch nicht. Wie gesagt, nochmal ganz kurz: bei einfach erhöht sich der Preis um das Doppelte. Ne? Also hier ganz kurz gezeigt: hier ist das nicht, das ist da. Hier ist normal. Wenn wir auf einfach gehen, dann wäre der Preis gestiegen auf Doppelte. Wenn wir für Gras ein BGH für 300 kriegen statt 180. Doppelte? Na, nicht ganz, aber es wird doch deutlich mehr. Ne, wir machen wieder auf einfach. Und ihr dürft kurz mitentscheiden. Ne? Also schwer machen wir nicht, das schließe ich mal aus. Sei denn, es kommen 50 Abonnenten dazu. Da können wir drüber reden. Aber gut. Scherz beiseite. Ich glaube ja an vieles, aber an 50, das ist fast nicht möglich, ne? In der kurzen Zeit. Natürlich darf man träumen, ne? Also. Ja, liebe Zuschauer, das wäre es dann heute. Wir fahren nochmal kurz zur BGH und dann ist auch heute geschafft. Habe ich mir auch die Feierabend verdient. In Anführungszeichen, ne? Bereite ich mich dann morgen vor für die Arbeit. Und fertig, ne?
ja, muss man überlegen, am besten machen mit einem zweiten Anhänger, mit einem zweiten Förderband oder so. Aber wie gesagt, Silage mit Mais. Ja, wenn man mal die 11 gehören würde, ne, würde ich sagen, okay, da könnte man da voll einsteigen. Aber mit Kursplay, das klappt nicht so richtig und das ist schwierig. Kursplay. Das eine Silo ist verbuggt und das andere ist auch verbuggt. In der Mitte weiß ich nicht genau, habe noch nicht getestet. Werden wir nächste Folge auch nicht können. Nächsten hier im Sommer jetzt auch nicht, wird nicht gehen. Weil da die Zeit fehlt. Weil wir auch kein Mais haben. Keine Fläche vorgesehen dafür. Ob wir eine Fläche Mais kaufen können. Bevor wir uns Flächen kaufen können, müssen wir erstmal sehen, Maschinen gekauft werden. Und zwar vorläufig 3-Metrische. Ja, dann werden wir noch entsprechende Fahrzeuge brauchen, um abfahren zu können. Ne? Überführungsfahrzeug. Zum Beispiel noch mindestens noch einen weiteren LKW oder einen Traktor mit großen Anhängern. Ne? Also kommen wir mit eigentlich weit. Gut, bei Raps denke ich mal, werden wir keine Probleme haben, aber bei Weizen zum Beispiel wird es ein bisschen mehr, obwohl das eigentlich ein relativ kleines Feld ist. Sandro wird auch nicht groß was werden von der Menge her und ja, Soja ist auch keine Massenware, kann man so sagen. Ne? Und Gras wird halt gepresst. Ne? So. So, liebe Tore, das soll es für heute gewesen sein mit der Aktion letztes Mal Mais, Silage hier abkippen. Ist die heutige Staffel dann erledigt. Und nächste Woche wird es ein bisschen leichter, da habe ich ja eher Spätschicht. Da sind abends egal. Dann sage ich heute mal Tschüss um den Winkel. Danke fürs Reinschauen für die ganze Woche und heute natürlich auch. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende ab morgen. Ne? Ja, dann geht's weiter am Samstag. Tschüss.